So, ein Jahr später. Was habe ich jetzt in einem Jahr an der Börse alles gelernt oder wie ist es mir so nach einem Jahr ergangen? Das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei PG Finanzen. Mein Name ist Pascal, aber das weißt du sicherlich schon, denn du bist wahrscheinlich ein treuer Abonnent und kennst meine anderen Videos. Ja, ein Jahr ist es jetzt circa her, seitdem ich angefangen habe, in Aktien zu investieren. Und ich muss sagen, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Reise. Und in diesem Video möchte ich einfach ein bisschen, ja, über meine Erfahrungen berichten oder generell einfach mal wieder ein bisschen Freischnauze drauf lossabbeln. Ich hoffe, das gefällt dir das Format. Also anhand der Klicks und der Like-Buttons kommen diese Art von Videos immer ganz gut an. Und ich möchte natürlich dir ein möglichst gutes Erlebnis auf diesem Kanal bieten. Ja, also wie fange ich am besten an? Also ich habe ja schon länger angefangen, Geld zu sparen und das Geld lag dann eben einfach nur auf meinem Konto rum und hat nichts gemacht. Es wurde einfach durch die Inflation weniger. Und ja, für mich war dieser Schritt Börse einfach irgendwie gefühlt so weit weg, beziehungsweise das war für mich so ein rotes Tuch. Man hört ja immer nur diese ganzen Negativbeispiele und ich bin an die Börse gegangen, habe mein ganzes Geld verloren und was man da nicht alles hört. Und ich hatte dementsprechend natürlich ein bisschen Angst. Kommt vielleicht auch daher, dass ich aus einem ganz klassischen mittelständigen, aus einer ganz klassischen mittelständigen Familie komme. Ja, Mama und Papa sind beide ganz normale Arbeiter und haben mit Geld investieren einfach nichts am Hut. Und das heißt, ich habe das also nicht von klein auf an mitbekommen und ja, dementsprechend mich leider, leider, leider erst sehr spät mit diesem Thema befasst. Wenn du jetzt auch gerade an diesem Schritt bist und jünger bist als ich, kann ich dir einfach nur jetzt mal so ans Herz legen, wage auf jeden Fall diesen Schritt, geh an die Börse, du wirst Geld verlieren, das gehört dazu, du wirst dadurch aber lernen und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Also entweder du gewinnst oder du lernst, verlieren gibt es nicht. Und ja, ich hatte jetzt natürlich in meinem ein Jahr an der Börse auch Höhen und Tiefen. Zeitweise war mein Depot 38% im Plus, mein spekulatives Depot, muss ich dazu sagen. Ja, das war natürlich so ein enormer Höhenflug. Derzeit pendelt sich das ja, im einstelligen Prozentbereich ein, wenn du mein letztes Depot-Update gesehen hast. Hier oben verlinke ich das mal, dann wirst du sehen oder weißt du auch, dass mein spekulatives Depot derzeit nicht so gut performt. Aber ich bin da zum Glück, das muss ich aber auch sagen, dass ich da von Anfang an sehr entspannt an die Sache gegangen bin und da irgendwie kein Geld investiert habe, was ich ja, brauche oder sowas. Das ist für mich wirklich alles Spielgeld in Anführungsstrichen. Wenn ich das komplett verlieren würde, wäre das natürlich extrem ja, bescheiden, aber es wäre jetzt für mich kein ja, Beinbruch im Sinne von, dass ich jetzt in private Insolvenz gehen müsste, weil ich nee, meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Also das ist in dem Sinne Spielgeld und ich könnte den Verlust verkraften. Das ist natürlich auch das, was mich dann so ein bisschen ja, ruhig an die Sache rangehen lässt, was natürlich, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Vorteil ist, den ich habe. Aber kommen wir jetzt mal zurück. Also vor einem Jahr habe ich eben, wie gesagt, gestartet. Habe zu Anfang über 3000 Euro in mein spekulatives Depot investiert und habe dann zeitgleich einen Sparplan bei Trade Republic eingerichtet. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Ich verlinke dir das mal hier oben, mein erstes Video quasi, das ich hier auf diesem Kanal hochgeladen habe. Den Kanal gibt es schon länger. Den habe ich aber damals ja, eröffnet, weil ich ja eben einen Videokurs habe. Weißt du sicherlich auch, Link unten in der Beschreibung, wo ich eben jungen Angestellten Leuten zeige, wie man Geld sparen kann, weil das kann ich tatsächlich sehr gut. Und deswegen habe ich diesen Kanal gegründet. Und ja, dann ist das eingeschlafen und dann dachte ich mir jetzt, wo ich diesen Schritt an die Börse gegangen bin, ja, jetzt komm, halt das mal.
auf YouTube fest. Das gibt bestimmt einige Leute, die das interessiert. Und ja, so war das auch. Also meine Abonnentenzahl steigt auch wöchentlich an. Bin jetzt schon bei, jetzt gerade wo ich dieses Video aufnehme, bei 131 Abonnenten. Nach ziemlich genau einem Jahr jetzt, wo ich angefangen habe, Videos zu Aktien investieren und auch zum Sparen. Zum Thema Sparen habe ich ja auch Videos schon hochgeladen, angefangen habe hochzuladen. Und das finde ich, ist eine für mich positive, sehr positive Entwicklung. Hätte ich gar nicht so mit gerechnet. Freut mich natürlich mega. Und in diesem Zuge auch direkt hier unten auf die Weltkugel klicken und mich abonnieren. So, jetzt dadurch, dass das jetzt freie Schnauze ist, sabbel ich und sabbel ich und sabbel ich und verliere gerne mal den roten Faden. So leid es mir tut. Ja, also wie gesagt, dann habe ich einen Sparplan au aufgesetzt, Video hier oben in der Infobox. Und habe über 3000 Euro als Einmalzahlung in mein spekulatives Depot investiert. Und anfangs habe ich eben, ja, das war dieser Anfängerfehler, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wollte ich halt das schnelle Geld machen an der Börse, habe viel in mein spekulatives Depot reingebuttert an Geld. War dann bei einer Einzahlung von etwas über 6000 Euro. Und ja, dann habe ich mir aber gedacht, als das denn die ganze Zeit gestiegen ist, dachte ich mir, jo, ich kann ja gar nichts falsch machen, das läuft ja von alleine. Und dann kam eben die Phase, wo es dann halt auch runterging. Und das war vielleicht auch ganz gut für mich, dass ich da dann mal ja, direkt erfahren habe, dass es eben nicht nur bergauf geht. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Das vergessen, glaube ich, auch viele, wenn sie da jetzt anfangen. Das war bei mir jetzt ja nicht anders. Man denkt, jo. Der erste Trade lief super. Ich bin jetzt hier Warren Buffett und mir kann gar nichts passieren. Ja, das war dann ganz gut, dass ich einen Dämpfer bekommen habe. Und so habe ich dann meine ja, Strategie ein bisschen angepasst, würde ich sagen. Habe dann jetzt erst einmal, wie du sicherlich weißt, Wert auf mein Langzeitdepot gelegt, auf mein Dividendendepot, was jetzt auch wirklich sehr, 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 sehr gut gewachsen ist in der letzten Zeit. Das gefällt mir so wirklich sehr gut. Das wird auch zum Ende des Jahres auf jeden Fall Hauptaugenmerk erstmal wieder auf mein spekulatives Konto ja, gerichtet. Und ja, also ich habe wie gesagt eben Höhen und Tiefen gehabt jetzt schon an der Börse in diesem einen Jahr. Aber ich bereue das auf gar keinen Fall, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Ich kann es nur jedem empfehlen. Learnings. Erst einmal natürlich die Sache, dass man nicht schnell reich wird an der Börse. Es gibt einige wenige, die mit, ich sag jetzt einfach mal, Wall Street Bets, also irgendwelche GameStop-Aktien, da irgendwie in kürzester Zeit einen Reibach gemacht haben. Aber das sind, ja, das ist nicht die Regel. Und also wenn du an die, wenn du gerade an diesem Schritt stehst, an die Börse zu gehen, sage ich dir jetzt, du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schnell reich werden. Das ist aber auch nicht das Ziel. Ziel ist es, langfristig zu investieren und sich auf lange Sicht halt eben ein Vermögen aufzubauen und dieses Vermögen vor der Inflation zu schützen. Da im Optimalfall dieses Vermögen in deinem Aktiendepot mehr wächst als die Inflation. Das ist bei mir derzeit der Fall, alles gut. Und deswegen ist das Feedback jetzt von einem Jahr an der Börse definitiv positiv. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch großartig zu sagen soll. Wenn du noch irgendwelche expliziten Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ja, wenn du meinen Kanal schon ein bisschen verfolgst, dann weißt du, dass ich eigentlich, es sei denn, ist mir jetzt mal irgendwas durch die Lappen gegangen. Auf jedes Kommentar antworte, denn ich freue mich wirklich mega, wenn ich Kommentare bekomme, auch wenn es Kritik ist, aber wenn es konstruktive Kritik ist, freue ich mich auch darüber. Ich möchte einfach auch auf lange Sicht auf diesem Kanal eine Community aufbauen, die Spaß hat am Investieren, am Geld sparen, Spaß hat, sich auszutauschen, auch unter den Kommentaren. Ja, freut mich einfach mega. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns spätestens, aller spätestens am nächsten Sonntag wieder, denn jede Woche kommt ein neues Video, auf jeden Fall am Sonntag. Und ich
denke, ich werde jetzt die nächste Zeit wieder ein bis zwei Videos mehr die Woche hochladen und darauf kannst du dich freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche noch einen wunderschönen Restsonntag, einen wunderschönen Start in die Woche und falls du das Video wann anders siehst, einfach einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Ciao, dein Pascal von PG Finanzen.